Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von ARK. Und ja, heute... Zeit wird's. Der ja. Patch ist endlich da, Patch 336. Es hat ja nur eine kleine Ewigkeit gedauert, aber jetzt ist er da, der gute Patch. Und ihr seht schon, wo Mario sich rumtreibt. Nein. Nein, das seht ihr natürlich nicht. In ARK. Oder im ARK. Oder auf dem ARK. Ich bin hier ganz im Süden unterwegs, Ark. Denn wir waren ja auf der Suche nach dem Biber. Und ich habe hier tatsächlich zwei gefunden. Das ist ein Pärchen sogar. Wir haben hier so einen kleinen hier unten, der da unten schwimmt. Das ist das Männchen mit dem weißen Streifen auf dem Rücken. Hat so ein bisschen was von einem Stinktier. Ja, der Kleine, absolut. Level 48 hat er, das weiß ich. Da vorne ist das passende Weibchen dazu, so ein Braun. Die sehen voll knuffig aus. Und das Männchen vorne hat gerade eben Sarko zerlegt. Also man sollte bei denen auch ein bisschen aufpassen. Und ich bin gerade schon mal am Start quasi. Ich weiß gar nicht, ob die aggressiv sind, ob man die halt normal zähmen muss oder so. Das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, man muss die... Das ist, glaube ich, kein Passiv-Tame. Wir wissen, dass man Gallimimus Eier braucht oder generell Kippel. Oh, guck mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, wie süß. Tja, ich würde sagen, ich nehme das Weibchen gleich mal mit. Mach das mal. Meine Aufgabe ist, Kibbel herzustellen. Und ja, wenigstens haben wir schon ein paar Gallimimus-Eier. Das ist ja die Grundvoraussetzung dafür, dass wir hier mal Erfolg haben werden. Ja, dadurch, dass ich ganz im Süden bin, ist der Weg nach Hause natürlich doch recht lang. Das wird eine Ecke dauern. Aber da hat Anni natürlich erstmal ein bisschen die Chance, ja, ein bisschen Kibbel noch zu basteln. Bauen, das, zu bauen. Wir sind eigentlich erst davon ausgegangen, dass wir tatsächlich Terrorbird-Eier brauchen. Allerdings, weiß ich nicht. Das ist tatsächlich nicht so. Man braucht wirklich Gallimimus-Eier. Dann frage ich mich halt, wofür man Terrorbird-Eier braucht. Das werden wir noch ausfinden. Gute Irgendwann, Frage. Irgendwann, wahrscheinlich noch nicht jetzt. Aber da wird sich sicherlich was finden. Ja, und wir haben wieder Terrorbirds ohne Ende gefunden hier. Also inzwischen scheinen die überall zu sein. Ich habe ja nach dem Patch tatsächlich jetzt endlich mal den Befehl genutzt, alle wilden Dinos zu zerstören, dass alles gleichmäßig nachspawnt. Aber das sind tatsächlich... Also ich habe, weiß nicht, fast eine Dreiviertelstunde gesucht und habe gerade mal zwei Biber gefunden. Ja, das stimmt. Wir wussten ja, dass sie irgendwo in der Nähe vom Wasser sein müssen, logischerweise, denn sonst könnte ich keine Dämme bauen. Also das sollen sie ja rein theoretisch machen, laut Entwicklertagebuch. Ob die es im Spiel jetzt tatsächlich schon machen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Niemand weiß es. Nichts Genaues weiß man. Ja. Das stimmt wohl. Korrekt. Da müssen wir nämlich mal gucken. Was da so los ist, fliegt ja wieder richtig Richtung? Wahrscheinlich nicht. So. Ich muss natürlich den Biber dann irgendwo absetzen, wenn ich zwischenlanden muss, wo ich... Ach, hier muss ich hin, da ist das Schneebiom quasi. Irgendwo absetzen, wo er mir nicht davon huschen kann, sozusagen. Ja, wehe dir, ey, ja. Wir haben so lange gewartet. Ja, wir das haben stimmt. So ewig gesucht. Ja, wir haben festgestellt, also ganz viele Sachen vom Patch wurden verschoben. Also es sollten ja auch hier die Sumpfhöhle soll ja kommen, irgendwie Eisbiomhöhle sollte kommen. Und hier ist ein Quetzal noch dazu. Hallo. Alles da. Hallo Quetzal. Guten Tag. Guten Tag. Das ist schön, soll ich mal hier alles in den Kochtopf werfen. Ja, es wurden ja wie gesagt viele Sachen verschoben. Was noch zu kommen sind jetzt die Handschellen. Die werden wir auf jeden Fall später noch testen. Ja, Mario hat mich schon angedroht. Einmal schön mit dem Elektroschocker eine überbrezeln und dann... Ich habe gerade erstmal gesagt, Cook Me Jerky suchen. Das ist rechts. Ah ja. Ah, alles klar. Dann direkt mal in Handschellen abführen, sozusagen im Käfig bitte? Werfen. Bitte? Bitte was? Ja, und hier übrigens, die Metrodons sind inzwischen auch überall zu sehen. Also hier unten sind auch schon wieder zwei... Das ist Wahnsinn. Also früher haben die sie ja mal wirklich selbst gerne umgebracht oder umbringen lassen von irgendwelchen anderen Viechern direkt in der Nähe. Da waren die sehr todesmutig, aber naja, mal gucken. Ich bin mal gespannt, ob tatsächlich der ganze andere Kram, der jetzt angekündigt war, auch im nächsten Patch tatsächlich kommt. Ist ja gar nicht so einfach, das alles jetzt nachzuziehen. Also wie gesagt, die Höhlen kommen. Die Boss-Arenen sollten ja eigentlich kommen. Die sind ja auch nicht gekommen. Ja, das stimmt. So, ich würde sagen, ich setze mal ganz kurz ab und lande zwischen. Wir müssen erstmal gucken, was fehlt denn hier noch? Fiber, Mejo, Sabut. Zum Glück sind wir. Oh, pelzig. Oh, fluschig. Flauschig, wollte ich sagen. Fluschig ist natürlich fluschig, auch flüssig. Ja. Absolut fluschig, die Kleinen. Wir müssen erstmal hier noch eine leere Wasserflasche finden. Das wäre doch was. Und der was. Vorteil ist ja, dass sie wirklich nicht abhauen, wenn man daneben steht. Also, es ist ja durchaus möglich, dass bei anderen Tieren immer schnell mal irgendwie. Entweder hauen sie dir selber aufs Maul oder sie hauen ab. Das ist natürlich auch eine Variante sozusagen, die sehr beliebt ist bei den Tieren. Allerdings, oh, eine Variante. Allerdings sind die recht friedliebend. Das ist natürlich die Frage, ob das Männchen nach und nach da ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht hundertprozentig. Kannst du mir verraten, wo die Waterskins sind? Nee, war? Also wir hatten vorne beim Schrank an der Werkbank. Da sind Wasserflaschen, wa? Ja, die kannst du ja auch nehmen. Okay, dann nehme ich die.
Alles klar. Dann nehme ich. Boah, ist ja wegweisend, sag mal. Ja, ne? 7-Meilen-Stiefel an und los geht's. Ja, sag das mal hier, ne? Ja, Travis. Ja, ich weiß. Travis, der ist halt so ein bisschen entspannt. Der ist ein bisschen entspannter. Der ist entspannt bei der Sache. So, ich nehme mal hier alle Wasserflaschen mit. Bin wahrscheinlich gleich überladen bei dem schweren Zeug hier. So, grob in die Richtung da hinten. Also da hinten muss irgendwo unser Lager sein. Unser Berg, man sieht's ja gerade nicht. Wolken ohne Ende. Direkt mal ins Schlechtwetterfront reinfliegen. Ja, so macht das Spaß. Wahrscheinlich brauche ich jetzt dieses ganze Wasser auf. Ach, das ist auch schön, ne? Ich habe hier 8 Wasserflaschen mit oder sowas. Habe die ersten 4 übertragen, hier einfach mit Transfer oder Items. Wollte die leeren übertragen. Das macht er natürlich nicht automatisch. Der zieht einfach wieder die vollen Flaschen rein. Das ist total sinnlos. Na, das ist jetzt gerade, glaube ich, unser ganzes Wasser verbraucht. Jetzt habe ich das Wasser verbraucht. Das tut mir herzlich leid. Das ist nicht zu entschuldigen, denn die Pflanzen brauchen auch noch Wasser. Es wird hier gleich wieder regnen. Und ja, alles also hier regnet es ja gefühlt immer. Quasi. Ja, deswegen macht dir doch mal keine Sorge. Wir leben hier quasi im Regengebiet. Im Regengebiet. Sehr tropisch hier, da regnet es immer mal wieder. Ja, das stimmt. Also. Wir hätten uns, glaube ich, leichter unten eine 10-Box bauen sollen. Ich glaube auch. Wobei wir im Norden natürlich auch durchaus schneller an Rohstoffe rankommen. Ist ja gar nicht so das Problem. Und ich weiß gar nicht, ob die insgesamt auch wieder Torpor so schnell abbauen. Das wäre, glaube ich mal, ein nicht Test so wert dann gleich. Das wäre nicht so naja, geil. Also wir haben, naja, geht so. Also wir haben ja ein bisschen, also Level 16, das geht recht fix, denke ich mal. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was die noch sonst so können. Also die Biber? Ich würde also ich mal denke, spontan vermuten, die sammeln eigenständig Holz. Ja, das kann sein. Und ich denke, die können super schwimmen. Ja, das auch. Man kann ja mit denen, also man kann einen Sattel bauen. Was kann man? Einen Sattel bauen, glaube ich. Sattel. Wie spricht man den eigentlich aus? Außer, also Biber weiß ich natürlich, aber Castoroides oder Castoroides? Ich denke mal Castoroides. Ja, würde ich auch sagen. Aber das wisst vielleicht ihr. Wie spricht man das richtig aus? Castoroides. Aua, ich stehe im Feuer, Mann. Anni verbrennt sich mal wieder selber. Oh, das ist wie in echt. Smoky steht direkt daneben, ja. Das ist wie in echt. Mach ich zu gerne. Und ich habe jeweils nichts vergessen hier. Mal reingucken. Natürlich, ich habe die Eier vergessen. Mm. Na, ganz toll. Ganz großes Kino. Um es mal mit meinen Worten zu sagen. Ja, um das mal... So, ich bin gleich an der 10-Box. Du hast es doch schon gemerkt, dass ich deine Sachen übernehme. Ja, das stimmt allerdings. Ich würde auch sagen, wir machen hier gleich mal einen Cut an der Stelle und ich hole dann noch das Männchen ab, das dauert dann ein Eckchen, bis ich wieder da bin. Und dann sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen, denn nochmal den Flug hin und zurück, den müssen wir jetzt nicht angucken. Das müsst ihr euch nicht angucken, genau. So, komm, jetzt einmal in die Box. Rainer. Biber in the Box. Biber in the Box. Oh Mann. Noch hallo. Die Biberbox, ne? Oh, jetzt werden wir gleich rausgucken. Ja. Aber so schlecht geht's einem da ja nicht. Nee, ist jetzt vielleicht kein Holz drin. Wir können einen Holzstamm reinwerfen oder sowas. Gut, ja. Wir sehen uns gleich wieder. Genau, bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Ich habe jetzt schon mal noch das Männchen hier hochtransportiert. Das hat schon eine ganze Weile gedauert. Bis ganz in den Süden zu fliegen und wieder nach oben mit Travis ist schon echt, ja, doch ein Unterfangen. Ja, Travis ist da ja noch nicht ganz so super schnell. Und das Männchen sieht richtig cool aus mit diesen weißen Streifen auf dem Rücken. Ja, also es sieht eigentlich aus wie so ein Dachs. Oder ein Meister Dachs sind seine Freunde. Ja, oder ein Stinktier. Ein Stinktier. Wobei die ein bisschen puscheliger sind. Vielleicht beides. Aber wir wollten das Pärchen nicht trennen, deswegen haben wir gesagt, okay, nehmen wir beide mit. Genau, und die sehen wirklich, also die sehen so goldig aus. Ja, gleich. Tut mir leid. Nein, soll ich dir helfen? Ich habe ja auch Darts mit. Ja, du kannst auch. Dann mache ich mit. Also ich mach das Weibchen. Das Braune quasi. Das Weibchen. Naja, das ist ja... Mit ohne Streifen. Die haben bei mir beide Streifen. Ach so, nur stimmt. So. Also das Hellere. Das sind ja beide braun. Naja, aber das eine ist dunkelbraun, das andere ist hellbraun. Ja, aber du hast von braun... Aua, der hat mich runtergeboxt. Na, ich nehme hellbraun. Der hat mich runtergeboxt. Das ist ja frech hier. Ich komme ja überall ran. Könnt ihr eigentlich Stein kaputt machen? Hoffentlich nicht. Aber ich glaub's nicht. Ich bin gespannt, wann das kleine umfällt. Ja. Mäuschen, fall um. Ja, ne? Er tut mir immer echt im Herzen weh, ja. Diese kleinen süßen Knuffels hier zu betäuben. Oh. Sie liegt schon mal. Sie liegt! Ja, das ist doch geil. Dann lässt er sich jetzt hoffentlich nicht mehr so lange Zeit. Ich lass dich den Rest mal machen. Und ich habe schon das Kibbel mit. Ich habe jetzt hoffentlich genug Kibbel hergestellt. Ich habe ja vorhin mal mit unserem A-Calculator geschaut, was wir brauchen. Und es hieß wohl für Level 48 9 Kibbel, für Level 16 5 Kibbel. Schieß mal mit drauf, bitte. Ja. Jetzt, alles klar. Liegt. Alle liegen. Hast,
Hast du den Narcotics bei? Na, ich habe nur jetzt 43 mit. Ich kann ja, okay, kannst du schon mal erinnern. Ich hole mal von Travis. Hier, einmal da. Oh, die sehen so süß aus. Ja, goldig. Oh, guck mal. Oh. Der ganz angestrengt die Augen aufreißt, der Kleine. Moment, dann schauen. Oh. So, erstmal hier ein bisschen Narcotics einflößen. Du hast gerade auch schon welche reingepackt, wa? Ich habe nichts reingepackt. Nee? Dann, dann war ich das. Kann ich schon Kibbel reinwerfen? Du kannst doch gerne schon Kibbel reinwerfen, ja. Na, jetzt mache ich mal wirklich beim Mädchen natürlich nur so viel, wie sie braucht. Ja. Also 5 sollten das eigentlich sein. Wir werden es sehen. Sie hat auf jeden Fall deutlich weniger Torpor als er, aber das ist auch bei dem Level kein Wunder. Ja, solange es nicht schnell abbaut, ist ja alles kein Problem. Ob die Tür zu gemacht? Mal gucken. Also, ich weiß nicht, was du gemacht hast. So, hier landet jetzt der Rest drin. Also, wir brauchen auch gar nicht. Warte mal. Ich weiß gar nicht, wie lange dauert denn das mit dem Essen bei denen? Oh, keine Ahnung. Ich weiß nur, es dauert ungefähr eine halbe Stunde, bis der 48er durch ist. Ja, dauert bei ihr vielleicht hier, weiß nicht, 10 Minuten, Viertelstunde oder was in dem Dreh. Irgendwie sowas, ich glaube Viertelstunde, das haut schon hin. So. Wir gucken mal, was passiert, wenn sie das erste Mal gefressen hat. Oh, die sind so süß aus. Ja, ich packe meine Waffe weg, das geht so nicht. Und man kann übrigens auch, du hast es im Blick hier. Ich habe das total im Blick. Ich kann mal ganz kurz gucken. Anchoring Points. Mach mal. Wie heißen die? Castoroides. 50 Punkte wollt ihr von haben? Sind die nicht ganz dicht? Weißt du Bescheid. Boah, ey, also echt teuer. Was hat das für ein Level, das Ding, sag mal? 50 Punkte, wenn es ein Mid-Level-Bereich ist, dann ist das schon echt viel mit 50 Punkten. Das ist richtig teuer, aber ich meine, so eine Biber, ne? Ist schon ganz geil. Nicht jeder hat einen Biber. Can be used as a mobile smithy. Ah. Na, weißt du Bescheid, ist doch geil. Kann man unterwegs so ein bisschen craften. Sounds pretty good, eh? Aha. Definitiv. Das, okay, das ist natürlich geil. Also eine mobile Schmiede sozusagen. Das ist richtig cool. Das werden wir mal testen. Auf jeden Fall. Aber erstmal müssen wir die hier überzeugen, dass sie uns folgen. Ja, das wäre ganz cool. Und hast du schon mal gesehen, was das Max Torpor ist, was hier der Junge haben kann? Wie? Der Junge? Ja, ja jawohl. Jawohl, ne? Jawohl. Lied. Das ist doch... Das der ist ja doch auch voll knuffelig. Ne? Er hat Handschuhe an. Oh, Handschuhe hat er. Oh, schwarze Lederhandschuhe. Oh, süß. Sag mal, futtert die auch mal, sag mal. Nee, noch nicht. Wen, die fressen das nicht. Müsste aber, gleich. Lecker Gallimimus-Ei. Weil es droppt halt relativ seltenes oder langsam das Food. Hast du jetzt noch ein paar Narcotics mitgenommen? Weil ich habe jetzt keine. Ja, ich habe noch 200 in der Tasche. Und bei Travis sind auch noch welche. Okay. So, pass mal auf hier. Bei 2320 müsst ihr sie fressen. Jetzt komm. Jawohl. Ja, ja, das sieht gut aus. Na, er müsste ja dann auch bald mal los. Er braucht noch ein Stück. Hat noch nicht so einen großen Hunger. Ja. Macht ja auch nichts. Ja, bald. So, aber bevor wir uns das hier angucken, würde ich sagen, machen wir noch mal ein kleines Päuschen und sind dann gleich wieder für euch da, wenn die beiden Schnuffels hier gleich uns gehören, hoffentlich. Na, hoffentlich. Wenn nichts schief geht. Jo, also, bis gleich. Bis dann. Und weiter geht's hier mit unseren kleinen Bibern. Und ihr seht schon, was da in der Ecke hängt, ja? Ja, ich musste gerade mal eben schon mich gegen den Geier verteidigen. Ich dachte schon, der fliegt drüber. Ich habe da mal schnell noch ein bisschen Zetsch hier zusammengekramt mit den ganzen Werkzeugen und das hier raufgezimmert. Ja, weil das hier, ist ja echt weil hier, das sieht man jetzt zwar nicht, aber hier hinten war auch noch ein Geier, der wurde von einem Stego zerlegt. Ich dachte schon, oh mein Gott, der Stego schlägt mit seinem Schwanz durch die Mauer durch. Ja, und das Schöne ist ja, ich war ja gerade auf dem Weg nach oben, denn ich habe schon mal Sättel gebaut für unsere Biber-Freunde. Musste dafür erstmal 66 Punkte ausgeben. 50 Punkte für den Sattel und 16 Punkte noch für die Schmiede, die man dafür braucht, um den Biber-Sattel zu bauen. Ich habe die natürlich nie gelernt. Mario hat ja damals alles gelernt. Ich dürfte ja gar nichts selber machen. Von daher. Du warst doch noch nicht alt genug. Ich war noch nie alt genug. So, die Kleine ist gleich fertig. Ja, dementsprechend komme ich jetzt mal schnell nach vorne. Tür ist zu. 9 Futter hat sie noch. Okay. Aber bist ja schon da. Ja, ich bin... Oh, nee. Toter Vogel drin. Spannende Sache. Das hat jetzt echt was Gemütliches mit dem Dach. Ja, das Problem ist, wir müssen es natürlich gleich wieder wegreißen, weil man kann so keine Tiere reinschmeißen. Und man kriegt auch so keine Tiere raus. Ja, das ist auch richtig. Oh ja, bei der Kleinen, da geht's gleich los. Ihmchen hier hat noch genug. Oh, wie nennen wir sie denn eigentlich? Sie! Wie wir ihn nennen, wissen wir schon.
Oh, jawoll. Ja, super. Oh, da freue ich mich jedes Mal wie so ein Schnitzel, ja? Wie so ein Schnitzel. Wie so ein Schnitzel, oh, freue ich mich. Ja, oh, goldig. Sie folgt dir. Sie folgt. Und dann hat man gekackt. Jawohl. Jawohl, so ein Riesenhaufen. So. Direkt auf ihren Partner. Naja, den stört das doch nicht. So läuft es bei denen halt ja, einfach. Wie nennen wir die Kleine? Da muss ich jetzt mal ganz kurz in mich gehen. Bibi? Ah, oh, nein, bitte nicht Bibi. Ich habe vorhin auch schon dran gedacht, an aber den Namen, aber... Aber naja, wir können ja nichts dafür, dass der Name mit so einer Person verbunden wird. Bibi ist an sich ein schöner Name. Ah, oh, bitte nicht. Bitte nicht. Ja, ist doch nicht unsere Schuld, dass da so niedriges Niveau dran hängt. Jetzt pack mal einen Sattel drauf. Jetzt packe ich einen Sattel drauf auf die Kleine. So, Sattel ist drauf. Der sieht schon ein bisschen außergewöhnlich aus. So, dieser Sattel. Wie benutzt man jetzt eigentlich hier... Lange drücken bestimmt, oder? Nee, ich bin gerade... Access Inventory? Ach, das ja, kann man direkt so nehmen. Alles klar. Sehr cool. Also man kann jetzt hier direkt Sachen bauen. Also wir können ja hier nichts bauen, logisch. Wir haben nämlich hier irgendwie keine Materialien. Aber man könnte jetzt rein theoretisch hier also ein bisschen was zusammenzimmern. Oder zumindest reparieren. Das wäre gar nicht so schlecht, ne? Genau, für die Reparatur ist das super praktisch. Metal Ingots, Fiber, Wood. Also wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, haben wir irgendwas bei zum Bauen? Nee, ne? Lischt. Nee, dann... Ach, wie nennen wir die Kleine? Wenn nicht Bibi, wobei ich Bibi eigentlich ganz süß finde. Also als Namen, mein Gott. Ja. Boah, denk dir bitte was anderes aus. Ach Mann, man aber, muss sich was aber nicht einen anderen coolen Namen. Na, ich weiß nicht. Irgendwas, was mit Bibern zu tun hat. Vielleicht an ihm orientieren. An ihm? Ja, du weißt ja, wie wir ihn nennen. Ja, ja. Nein, es wird nicht Justin. Um Gottes Willen, nein. Also das nimmt wirklich nicht. Sorry an alle Justin Bieber-Fans, aber nein, er wird nicht Justin Bieber heißen. Na, dann Bieber Butzi. Irgendwie sowas. Du kannst ja nochmal in dich gehen. Du kannst noch Bibi Jager, wie Bauer Jager. Bibi Jager? Bibi Jager. Oh mein Gott. Nein? Das ist ja schon, also ist ja, Baba Jager ist ja eine Hexe. Ja. Das ist ja voll eine Strafe, ist ja keine Hexe. Komm, die sehen so knuffelig aus. Das kann man interpretieren, wie man möchte. Nein. Hallo? Du willst ja auch nicht hier mit einer Hexe gleichgesetzt werden. Ach. So, was mal auf hier. Hast du vielleicht einen Namen? Noch nicht. Noch nicht. Aber vielleicht fällt dir der Name ja ein, wenn du mit der Kleinen hier durch die Gegend reitest. Genau, wir werden nämlich mal ganz kurz schwimmen gehen hier mit der Kleinen. Ich muss mal ganz kurz hier eben so ein bisschen das Dach entfernen. Ich hoffe mal, also gut, wir sind ja jetzt hier zu zweit, da würde es ja kein Problem mehr darstellen mit dem Geier, glaube ich. Das denke ich jetzt auch. So, ich muss nämlich mal rausheben, weil es gibt nämlich keine andere Möglichkeit. Ja, wir haben hier kein Tor, nee, was ich irgendwie öffnen könnte. Nee, das stimmt. Soweit sind wir noch nicht bei der 10-Box. Ist doch die Frage, ob wir jemals so weit sein werden. Nee. Nö? Nö. Nö. So, ich hoffe, die Narcotics reichen hier drin. Oh, sie ist rausgefallen, warte mal. Was, sie ist rausgefallen? Also hier ist aber nicht mehr drin. Ja, deswegen, sie ist rausgefallen. Nur mal kurz Melissa parken. Oh mein Gott, man kommt hier immer so gut durch. Oh, komm mit dir. Dann nennen sie doch Biggie. Biggie. Ach, hallo. Biggie? Oh. Vielleicht? Oh. Ist das eine kleine Biggie? Dentagard lieber. Dentagard, Denti. So, oh, jawohl. Oh, Speedy. Das war schnell hier. Kann man hier mal, komm hier, baum mal einen Baum ab. Baum, sagte ich, Baum. Nee, ist kein... Oh, 20, 28 Holz aus so einer dürren Birke. Nicht schlecht. Ja, dafür, dass sie noch gar nicht geskillt ist, die Kleine. Ist doch schon in Ordnung, wie es Level 23. Level 23 ist. Wobei ich noch nicht sicher bin, ob sie vielleicht, also ob sie überhaupt an Mammut rankommt, weiß ich nicht. Also jedenfalls nicht in dem Level. Ja, gut. Oh, jawoll. Das ist ja chillig. Das sieht geil aus. Oh, jawoll. Cool. Oh. Mal eine Runde planschen gehen. Das macht Spaß. Kann sie auch rausspringen? Nee. Schade. Oh. Oh, jawoll. Hallo, so ein bisschen was vom Hamster. Irgendwie, oh, da vorne sind Haie. Da solltest du vielleicht mal weg. Also, ich habe jetzt nicht Lust, dass du hier... Level 28 und Level 16. Ein Pärchen auch noch. Ja, nee. Lass die kleine Maus hier mal so ein bisschen in Ruhe. Die ist noch ganz neu. Die weiß noch gar nicht, wie ihr geschieht. Da ist vorher noch niemand auf ihr geritten. Ja, das stimmt allerdings. So. Ja. Oh, das sieht so knuffelig aus. Wahnsinn. Echt cool. Also, die gefallen mir richtig gut, die Biber.
Wir werden jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt in die Gelegenheit kommen oder in Verlegenheit kommen, hier die mal vernünftig einzusetzen, also dass sie frei rumlaufen können und Holz sammeln, weil auf dem Berg oben bei uns gibt es immer kein Holz und die unten einfach frei rumlaufen lassen, ist gefährlich. Aktuell zumindest. Ja, das wird auch nie sicher sein. Ja, wenn wir das sicher bauen würden, schon. Hallo Pingi, Mensch, was machst du denn hier? Ja, ist so kalt hier, würde ich sagen. Wir haben ja nur entspannte 17 Grad, da kann ja auch schon mal so ein Pinguin rumrennen. Na, hallo, komm mal entspannt zu Besuch hier. Der wollte ja mal gucken, was so los ist. Biber-Party. So, wir überlegen uns mal noch einen Namen. Ich hab doch gesagt Biggie. Biggie. Hier passt niemand mehr rein. Ja, deswegen ja Biggie. Biggie ist ganz schön big. Nee, die anderen sind einfach zu dick. So, was machen wir hier? Dann packen wir mal Travis um. Auf jeden Fall erstmal in Sicherheit bringen hier die Kleine. Ja. Denn wir müssen uns ja noch um das Männchen kümmern. Ja. Um ihren Partner. Das stimmt. Das hat schon einen Namen, aber das werden wir noch nicht verraten. Ich habe eigentlich schon eine Andeutung gemacht vorhin. Ja, ne? Ich weiß, ich weiß. Oh, so süß. Wirklich so goldig. Aber hier passt niemand drin. Was ist denn ja, das? Weißt du Bescheid. Geht halt so nicht. Okay, ist ja in Dann Ordnung. Dann bleibt sie halt draußen. Ist jetzt Biggie. Das ist jetzt Biggie und Biggie will... So? Ja, genau. Das ist Biggie. Biggie von Biber. Aber ihr müsst ja eigentlich von ihrem Partner den Namen haben. Ach so. Boah, das ist hier naja, echt... Naja, da können wir ja noch drüber nachdenken, ob wir das bisschen, wirklich so machen. Ist echt ein bisschen eng hier drin. Aber die sieht echt geil aus. Mir gefallen die richtig gut. Ja. Das ist so seit langem mal wieder, also neben den Terrorbirds seit langem mal wieder so ein richtiges cooles Tierchen, was mir richtig gut gefällt. Das muss jetzt nicht unbedingt für uns einen großen Nutzen haben. Wie gesagt, wir können es halt nicht unbedingt frei rumlaufen lassen. Das ist zwar schade, aber es geht immer nicht anders. Aber insgesamt gefällt es mir halt recht gut. Das ist ja natürlich auch schon mal gar nicht so unwichtig, finde ich. Ja, und apropos Terrorbirds. Ihr habt uns ja jede Menge Namensvorschläge zukommen lassen. Vielen Dank erstmal noch dafür. Und wir haben auch schon einige beachtet. Teilweise abgewandelt, aber trotzdem. Ne, ist ja auch immer meine Inspiration, was ihr da so schreibt. Welche haben wir jetzt? Wir haben jetzt, also ich habe noch nicht alle benannt, aber also Chocobo kanntet ihr ja schon, haben wir ja selber festgelegt. Wir haben noch Yoshina. Ursprünglich kam der Name Yoshi als Vorschlag, aber das war ja ein Mädchen, also von daher Yoshina. Wir haben Pink Lady. Ja. Und, Moment, ich hatte, genau, unser blauer Vogel, da habe ich dann tatsächlich selber nochmal einen Namen gewählt, Heaven. Ja. Ja. Die haben jetzt alle Namen, genau. Naja, aber einer hat ja noch keinen Namen. Das Männchen hat noch keinen, Das Männchen oder? Hat noch keinen Namen, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, was wir da nehmen. Aber ihr könnt ja weiterhin noch schreiben. Also, das läuft ja nicht ab. Na, hallo, Stego. Nein, nein, aus. Finger weg von der Rampe. Der kommt da nicht rein. Du kommst hier nicht rein. Nee, hier ist kein Platz. So, ich würde sagen, das sollte erstmal gewesen sein. Wir können ja beim nächsten Mal noch ein bisschen was zeigen, denke ich mal. Und, ja, ne? Lasst uns mal Kommentare da zu dem Biber, was ihr davon haltet, von dem Tierchen. Die sollen ja auch Stauden und so einen Kram bauen. Bin ich sehr gespannt, ob das tatsächlich im Spiel funktioniert. Wie gesagt, lasst uns ein paar Kommentare da zum Biber. Und ne, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau, bis dann. Tschüss.